Wenn die Sonne im hohen Norden kaum mehr unter den Horizont sinkt, dann feiern die Menschen in Schweden Midsommar. Das Fest zur Sommersonnenwende ist in einem Land mit langen, dunklen Wintern von ganz besonderer Bedeutung. Höhepunkt der auf heidnische Wurzeln zurückgehenden Tradition ist das Aufrichten der Midsommerstange, um die Alt und Jung die ganze Nacht tanzen und ausgelassen feiern. Dünn besiedelt ist Schweden, der größte der drei skandinavischen Staaten. Seine nur knapp 10 Millionen Einwohner verteilen sich auf ein Land so groß wie Österreich und Deutschland zusammen. Diese grandiose Weite lässt den Menschen die Natur intensiv anders erleben. Fast 60% des Landes sind von dichten Wäldern bedeckt. Begegnungen mit Bär oder Elch sind mancherorts wahrscheinlicher als die mit anderen Menschen. Mehr als 100.000 große und kleine Seen breiten sich von Skåne im Süden bis zur Tundra jenseits des Polarkreises im hohen Norden Lapplands aus. Die Vielfalt der Landschaften wird von einer 7000 Kilometer langen Küstenlinie eingefasst, der noch einmal die unglaubliche Zahl von mehr als 50.000 Inseln vorgelagert ist. Aber Schweden ist natürlich mehr als Natur pur. Rund um den Stortorget, den großen Platz, reihen sich die Prachtbauten der Altstadt von Malmö. Die alte Residenz des Gouverneurs und das im Stil der niederländischen Renaissance erbaute Rathaus dominieren den im 16. Jahrhundert im Rahmen der mittelalterlichen Stadterneuerung angelegten Platz. Die Stadt selbst war Jahrhunderte zuvor von Händlern der Hanse gegründet worden. Lilla Torg, der kleine Platz, öffnet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem großen Pendant. Sein Flair ist weniger herrschaftlich, aber umso lebendiger und bunter. Die zahlreichen Cafés, Bars und Restaurants in den liebevoll restaurierten Altstadthäusern sind beliebter Treffpunkt für Einheimische und Fremde. Die mit etwa 250.000 Einwohnern drittgrößte Stadt des Landes rühmt sich als die europäischste Metropole Schwedens. Und das nicht nur wegen der geografischen Lage in nächster Nähe zu Mitteleuropa. Im multikulturellen und quirligen Malmö leben immerhin Menschen aus 150 Nationen. Zu den außergewöhnlichen Bauwerken der Stadt zählt die Apotheke Leonet. Die älteste Apotheke Malmös wurde 1571 eröffnet. Die kunstvolle Inneneinrichtung stammt aus dem 19. Jahrhundert. Trotz alter Kulisse. Medizin und Medikamente, die hier verkauft werden, sind natürlich neueren Datums. Die älteste Kirche Malmös ist die St. Petri Kyrka. Der Bau, gewaltige rote Backsteingotik, geht auf das frühe 14. Jahrhundert zurück. Im Inneren beherbergt die St. Petri Kirche zahlreiche Schätze aus der Blütezeit Malmös im 16. und 17. Jahrhundert. Dazu zählen die Kanzel und der prächtige Hochaltar. Die wahre Schatzkammer der Kirche jedoch ist die Krämerkapelle. In der Kapelle konnten die wunderbaren mittelalterlichen Fresken restauriert werden, die früher die ganze Kirche schmückten. Protestantische Eiferer hatten die Wandmalereien Mitte des 16. Jahrhunderts mit Kalk übertüncht und großteils zerstört. Die schattigen Alleen und sonnigen Wiesen des Stadtparks schließen unmittelbar an die Altstadt Malmös an. Durch den Park fließen die Kanäle, die auch das alte Zentrum der Stadt umschließen.
In der Mitte der Grünanlagen erhebt sich Schloss Malmöhus. Erich von Pommern hatte hier schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts die erste Festung erbauen lassen, um die aufstrebende Hansestadt und die Schifffahrt im schmalen Öresund zu kontrollieren. Im Lauf der Geschichte mehrmals zerstört und wieder aufgebaut, beherbergt der monströse Backsteinbau heute mehrere Museen. Durch einen alten Torbogen fällt der Blick auf Malmös moderne und wesentlich interessantere Architektur. Die Rede ist vom Turning Torso. Der futuristische Turm windet sich vom Erdgeschoss bis zur Spitze um 90 Grad. Mit 190 Metern ist der Turning Torso das höchste Gebäude Schwedens und weit sichtbarer Fingerzeig Malmös als internationales Zentrum der Kunst und Avantgarde. Das wiederum ist eine Kunst, die alle Schweden von klein an lernen. Jeden Sonnenstrahl genießen, ob am feinen Sandstrand oder im Wasser. Ob im Bikini oder ausgelassen auf dem Karussell. Die Menschen im Norden Europas wissen, ihre warmen, langen Sommertage auszukosten. Die nächste dunkle Jahreszeit mit Frost und Schnee kommt schnell und dauert sowieso viel zu lang. Die Schweden sind aber nicht nur sonnenhungrig, sondern auch naturverbunden. Deswegen zieht es jung und alt im Sommer ins Freie, zum Picknick bei Sonnenuntergang. Der kann im hohen Norden sehr lange dauern und nahtlos in den Sonnenaufgang übergehen. Das Picknick wird so zum Frühstück. Seit dem Sommer 2000 haben die Menschen in Malmö einen Grund mehr, ihre Sonnenuntergänge zu genießen. Es ist die Silhouette der Öresundbrücke, die sich filigran zwischen Himmel und Meer zeichnet. Das Meisterwerk der Ingenieurskunst, das Schweden mit Dänemark verbindet, ist mit 7800 Metern die längste Schrägseilbrücke der Welt. Malmö ist die Hauptstadt der südlichsten Provinz Schwedens, von Skåne. Das ehemalige Schonen, das bis Mitte des 17. Jahrhunderts noch zu Dänemark gehörte, ist eine reiche Kulturlandschaft. Vielerorts erzählen Dolme und Runensteine von der Vergangenheit des Landes. Ein Name taucht auf den alten Steinen immer wieder auf: die Wikinger. In den Jahren 800 bis 1100, in der sogenannten Wikingerzeit, verbreiteten die heidnischen Nordmänner in ganz Europa Angst und Schrecken. Die geschickten Seefahrer und raubeinigen Krieger verließen ihre heimischen Siedlungen in Skandinavien und brachen mit ihren schnellen und robusten Drachenbooten zu fremden Küsten auf. Aber die Wikinger eroberten die Welt nicht nur als plündernde, brandschatzende Krieger, sondern auch als Händler, Siedler und Entdecker. Sie segelten über Irland und Island nach Nordamerika. Sie siedelten in Schottland und Grönland. Sie gründeten Kiew. Ihre Handelsbeziehungen reichten über Konstantinopel und Bagdad bis nach China. Einen Einblick in das Leben und die Kultur der Wikinger vermittelt der Besuch der authentisch rekonstruierten Wikingersiedlung Fotöviken. Das einseitige Bild vom wilden, kriegerischen Barbaren verblasst hier sehr schnell. Die Nordmänner waren ebenso geschickte Handwerker und hart arbeitende Bauern. Lediglich die Tinghöll, die große Halle, ist ausschließlich mit Schilden geschmückt und erzählt in farbigen Piktogrammen und Wappen vom einstigen Kriegshandwerk. Originalgetreu nachgebaut ist auch der Wachturm. Der weite Blick über das Meer und die Küste schützte gegen plötzliche Überfälle.
Das Besondere an Fotoviken ist, dass es kein herkömmliches Freilichtmuseum ist. Diese Wikinger der Neuzeit meiden die meisten Errungenschaften der Moderne und leben nach den alten Traditionen und Bräuchen ihrer frühen Vorfahren. Ihre Kleidung ist keine bloße Kostümierung. Die Menschen leben und arbeiten in den Häusern, durch die sie die Besucher führen. Die Werkzeuge des Silberschmieds stammen ebenso aus der alten Zeit der Nordmänner wie die Symbole und Zeichen, mit denen er die Münzen prägt. Nur wenige Kilometer von der Wikinger-Siedlung entfernt liegt der Ort, dessen Name alleine schon reicht, um eingefleischten Krimi-Fans einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Die Rede ist von Ystad. Die malerischen, teilweise noch mittelalterlichen Häuserfassaden der kleinen südschwedischen Stadt sind Kulisse für schrecklichste Verbrechen, zumindest in den weltbekannten Wallander-Romanen von Henning Mankell. Keinem Kriminalroman, sondern der Geschichtsschreibung der Stadt ist die Figur des Turmbläsers entsprungen. Dort oben ist das Original zu finden. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts stößt ein Nachtwächter durch das kleine Fenster im Turm der Marienkirche in sein Horn. Und das alle 15 Minuten, zwischen 9 Uhr abends und 3 Uhr morgens. Weiter heißt es übrigens in der Geschichtsschreibung der Stadt, dass die Turmbläser enthauptet wurden, die während ihrer Wache eingeschlafen waren. Die zwei finden das Leben zum Lachen. Sie stört es nicht, dass Schwedens ehemaliges Fenster nach Europa heute ein verschlafenes Städtchen ist, in dem nur ab und zu ein paar Verbrechen passieren. Und das immer nur dann, wenn Mankell einen neuen Roman geschrieben hat. Der liegt dann sicher auch in diesem als Buchhandlung getarnten Café zum Lesen aus. In Skåne sind es immer nur wenige Schritte bis zum nächsten Strand. Wer Schweden im Sommer besucht und dann noch das Glück hat, dass sich über dem Land im hohen Norden ein Hochdruckgebiet festgesetzt hat, der kann Strand- und Badefreuden fast 24 Stunden am Tag genießen. Ein Spaziergang durch die Dünen führt zu einem der mystischsten Orte in ganz Schweden, nach Allestena. Schon aus der Ferne zieht dieser magische Platz den Betrachter in seinen Bann. An der Grenze zwischen Himmel, Erde und Meer haben Menschen vor mehr als 1500 Jahren dieses Steinoval in Bootsform errichtet. Bis heute weiß man nicht, wer die Baumeister waren und welchem Zweck das Stonehenge des Nordens diente. Ausgrabungen vor Ort haben jedoch gezeigt, dass die größte Steinsetzung in Schweden keine Grab, sondern eine Kultstätte war. Dazu passt auch die Tatsache, dass das fast 70 Meter lange Steinschiff nach den Himmelsgestirnen ausgerichtet ist. Zur Sommersonnenwende geht die Sonne hinter dem nach Nordwesten weisenden Bootssteven unter. Und zur Wintersonnenwende geht sie über dem entgegengesetzten Steven auf. Im waldreichen Schweden sind die meisten Häuser auf dem Land natürlich aus Holz erbaut. Rot, gelb, blau und weiß leuchten ihre bunten Fassaden weit sichtbar im Grün der idyllischen Landschaften. Weite Wälder,
Seen und Moore malen im südschwedischen Småland diese typisch skandinavischen Bilder. Sie waren auch die Kulisse für viele Kinderbücher von Astrid Lindgren. Die weltberühmte Schriftstellerin ließ ihre Geschichten gerne dort spielen, wo sie selbst aufgewachsen war. Das aus ihren Erzählungen bekannte Dorf Lenneberga liegt ebenso in Småland wie Astrid Lindgrens Geburtsstadt Vimmerby. Ein weites, dünn besiedeltes Land wie Schweden lässt sich am besten mit einem Wohnmobil entdecken. Campingplätze wie im Naturschutzreservat Götnegård heißen den Reisenden überall in Schweden willkommen. Der Camper ist hier jedoch nicht unbedingt an ausgewiesene Rastplätze gebunden, denn bei den Schweden gilt nach wie vor das Allemannsrecht, das allgemeine Recht auf freien Zugang zur Natur. Dieses alte Gewohnheitsrecht wird auch ausländischen Besuchern eingeräumt. Das Einzige, was es dabei zu beachten gilt, ist nicht stören, nicht zerstören. Ein gutes Buch, eine leichte Brise, Sonne und Wasser. Alleine in fast unberührter Natur. Die Rastplätze in Schweden sind grundsätzlich anders als die, die der Camper aus Süd- oder Mitteleuropa kennt. Hier findet einfach jeder seinen Platz. Ob mit Seeblick, mit Sonnenauf- oder Untergang, ob mit oder ohne Nachbarn. Schweden ist ideal für Camping, Sport und Aktivurlaub. Unternehmungen in freier Natur sind Teil des schwedischen Lebensstils. In einem Land mit unzähligen Flüssen und Seen stehen die Wassersportarten ganz oben. Natürlich gilt das Allemannsrecht auch auf dem Wasser. Neben kleinen Touren mit dem Boot ist das mehrtägige Kajakwandern eine beliebte Art, das Land der Flüsse und Seen vom Wasser aus zu erfahren. Nicht das Wasser, das Feuer ist das formende Element in der größten und ältesten Glashütte Schwedens. Besucher können aus nächster Nähe verfolgen, wie aus der sirupweichen, glühenden Masse nach und nach ein fragiles Kunstwerk entsteht. König Gustav I. Vasa ließ im 16. Jahrhundert Glasbläser aus Böhmen kommen, um deren hochgeschätzte Kunst in seinem Land heimisch zu machen. Noch heute arbeiten viele ihrer Nachkommen in Kosta und weiteren Glashütten der Region, die den Ruf Smålands als das Glasreich begründet haben. Heiß und laut geht es rund um die Öfen zu. Mit 1100 Grad glüht das Glas. So wird es ausgeblasen, geschnitten, ausgezogen, gedreht und wieder neu erhitzt. Drei bis acht Menschen arbeiten Hand in Hand in einer Fertigungsreihe. Vieles sieht so spielend einfach aus, aber das richtige Gefühl im Umgang mit dem glühenden Glas kommt mit der Erfahrung. 10 Jahre dauert es mindestens, um ein Meister zu werden. Die Meisterwerke können gleich vor Ort besichtigt werden. Jede der einzelnen Glashütten ist stolz auf ihre Künstler und Designer. Das Glashandwerk ist in Småland bis heute eine lebendige Kunst geblieben.
Immer wieder werden neue Fantasien im Feuer geboren, sprühende Farbenspiele leuchten neben eleganter, zeitloser Schönheit. Vorsicht, Elchtest. Schweden ist Elchland. Diese Warnschilder sind unbedingt zu beachten. Zusammenstöße mit den bis zu 800 Kilogramm schweren Tieren bleiben nicht ohne Folgen. Wer trotzdem auf die Begegnung mit dem Elch nicht verzichten will, der kann in Schweden einen der vielen Elchparks besuchen. Hier lassen sich die Tiere aus nächster Nähe studieren. Mit einer Schulterhöhe von mehr als 2 Metern sind Elche die größten Hirschtiere der Erde. Der weißbärtige Kenneth, oberster Wildhüter im Elchpark Grönåsens, weiß noch viel mehr über das inoffizielle Wattentier Schwedens und beantwortet geduldig die Fragen der Besucher. Elche bevorzugen mit Seen und Sümpfen durchsetzte Reviere und finden deswegen in Schweden ideale Bedingungen vor. Von den etwa 300.000 Elchen, die in Schweden leben, werden etwa 100.000 Tiere jedes Jahr zum Abschuss freigegeben. Die Geweihträger sind zu einer großen Industrie geworden. Die Schweden sind nicht nur durch ihr weltbekanntes Möbelhaus längst auf den Elch gekommen. Das zeigt auch der Besuch des Souvenirshops im Elchpark Grönåsens. Elch in fast allen denkbaren Variationen. Östlich vom Glasreich steht am Kalmarsund eine Festung wie aus dem Bilderbuch. Mit Burggraben, Zugbrücke, königlichem Wappen, wuchtigen, turmbewehrten Mauern. Bis heute ist das Kalmar Slott eines der schönsten Schlösser Schwedens. Und lange Zeit war es auch eines der bedeutendsten des Landes. Ende des 14. Jahrhunderts wurde in seinen Mauern die Kalmarer Union besiegelt, die die skandinavischen Königreiche Norwegen, Schweden und Dänemark 130 Jahre lang zusammenschweißte. Nach Ende dieser Epoche war die Festung an der Ostseeküste wieder Ort zahlreicher blutiger Auseinandersetzungen zwischen Dänen und Schweden. Erst Ende des 17. Jahrhunderts kehrte der endgültige Burgfrieden ein. Wie schwimmende Festungen auf dem Wasser wirken die großen Fährschiffe, wenn sie nahe der flachen Küste entlangziehen. Wenige Kilometer nördlich von Kalmar liegt der schwedische Ostseehafen Oskarshamn. Hier warten alle, die sich auf eine Fähre zur größten schwedischen Ostseeinsel einschiffen wollen, nach Gotland. Sobald die letzten Autos im stählernen Bauch verschwunden sind, werden die Laderampen hochgefahren und die Fähre legt ab. Dreieinhalb Stunden der aufgehenden Sonne entgegen. Dann erreicht das Schiff die Insel, die etwa auf halbem Weg zwischen dem schwedischen Festland und Lettland in der Mitte der Ostsee liegt. In der Gutasaga heißt es, dass der Germanenstamm der Goten um die Zeitenwende von dieser Insel aufbrach, um am Ende selbst das mächtige Rom in die Knie zu zwingen. Wenig heroisch jedoch wirken die kleinen Fischerhütten, die selbst von manch modernem Wohnmobil überragt werden. Ebenso würde man das Gotlandschaf, das Wappentier der Insel, eher den unspektakulären Zeitgenossen des Tierreichs zuordnen. Auch sein Vlies ist nicht aus Gold. Trotzdem, Gotland ist reich an Sagen und Sagenhaftem, an prähistorischen Städten, an Steinsetzungen, Hügelgräbern und Runensteinen, an spektakulären Spuren einer mehr als 2000-jährigen Besiedelung. Die Statistik verrät, dass Gotland der Ort ist, der sich der meisten Sonnenstunden in Schweden erfreuen kann. Und wie überall auf der Welt, wo weite Sandstrände und reichlich Sonne zusammentreffen, finden sich die Touristen ein. Das verrät wieder die Statistik, dass Gotland jedes Jahr mehr als 650.000 Gäste willkommen heißt, die meisten davon aus Schweden selbst. Alleine der Besuch von Visby,
Der einzigen Stadt auf der Insel ist die Reise nach Gotland wert. Der ehemalige Handelsposten der Wikinger stieg im 12. Jahrhundert zu einer blühenden Hansestadt auf. Innerhalb weniger Jahre wich die alte Siedlung aus Holz einer neuen Stadt aus Stein. Und bis heute ist Visby eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte Europas. Noch fast vollständig intakt ist die mit mehr als 40 Türmen gesicherte Stadtmauer. 3,5 Kilometer lang und über 5 Meter hoch umgibt sie seit dem 13. Jahrhundert Häuser und Hafen. Von der Spitze des alten Pulverturms reicht der Blick über die Stadt, die seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Auffällig und verwunderlich sind die zahlreichen spektakulären Kirchenruinen im Stadtbild. Entstanden sind die Kirchen in der Blütezeit Visbys, vom 12. bis 14. Jahrhundert. Zerstört wurden die meisten beim Angriff der rivalisierenden Lübecker im Jahr 1525. Heute sind die Ruinen Zeugen von Pracht und Wohlstand, wie auch vom plötzlichen Stillstand der Stadt. Umso sorgsamer sind die Bürgerhäuser erhalten, deren Fassaden das Labyrinth der gepflasterten mittelalterlichen Gassen schmücken. Das Burmeisterskahüsset ist nach einem reichen Lübecker Kaufmann benannt, der das Haus im 17. Jahrhundert erbauen ließ. Wegen extremer Geruchsbelästigung war die Gerberei schon seit dem Mittelalter aus der Innenstadt verbannt. Beliebt hingegen ist seit alters her der Karamellladen. Zwischen dem bunten, süßen Allerlei findet sich auch eine bei Jung und Alt gleichermaßen begehrte schwedische Spezialität. Die Polkagris, eine rot-weiße, gedrehte Pfefferminzstange. Der Klintenhügel, das frühere Armenviertel von Visby, ist heute eine malerische Wohngegend. Seinen Beinamen Rosenstadt hat Visby den zahllosen Rosenblüten zu verdanken, die wegen des milden Klimas hier angeblich bis in den November hinein blühen. Über der Stadt thront der gewaltige Mariendom. Einst Kirche der deutschen Kaufleute, ist sie die einzige mittelalterliche Kirche in Visby, die nicht zur Ruine geworden ist. Während der Sommermonate ist Visby immer wieder großartige Kulisse für Feste, Veranstaltungen und Feiern. Höhepunkt der Saison ist für viele Einheimische und Touristen die Mittelalterwoche in der ersten Augusthälfte. Schon viel früher wird der letzte Schultag vor den großen Sommerferien mit Gesang- und Theateraufführungen von der Inseljugend gefeiert. Vor Mitternacht sinkt die Sonne für kurze Zeit unter den Horizont. Aber nur um wenig später wieder aufzusteigen und das mittelalterliche Visby mit ihrem rot-goldenen Licht zu verzaubern. Abschied von Gotland. Ankunft in Stockholm. Zwischen dem Mälarsee und der Ostsee liegt Schwedens Hauptstadt in einem sagenhaften Inselreich. Nach Westen erstreckt sich der See mehr als 100 Kilometer tief ins Landesinnere. Im Osten verteilen sich die 24.000 Inseln des Schärenarchipels. Mittendrin die schwimmende Stadt, auf 14 Inseln, die durch mehr als 50 Brücken untereinander verbunden sind. 30% der Stadtfläche sind Wasser. Boote gibt es fast so viele wie Autos. Venedig des Nordens,
Schönheit am Wasser. Zahlreich sind die Beinamen der Pfahlinsel, was der Name Stockholm eigentlich bedeutet. In der Altstadt von Stockholm, der Gamla Stan, schlägt der Puls einer jungen und modernen Metropole, die zu den attraktivsten Hauptstädten der Welt zählt. Trotz der rasanten Entwicklung der letzten Jahre hat der alte Stadtkern seinen mittelalterlichen Charakter bewahrt. Das ist die schmalste Gasse der Stadt. Eine besondere Attraktion für Besucher. Sie ist Zugang zu einem Labyrinth aus verwinkelten und verschlungenen Sträßchen und Wegen, die zurückführen bis zu den Anfängen Stockholms, vor mehr als 800 Jahren. Heute Treffpunkt der Jungen und Schönen, früher Treffpunkt der Händler, Kaufleute und Handwerker. Der Stortorget, der alte Marktplatz, war das Zentrum des mittelalterlichen Stockholms. 1520 war er Schauplatz des Stockholmer Blutbades, bei dem der dänische König Christian II. Mehr als 80 aufrührerische schwedische Adelsleute hinrichten ließ. Der junge Gustav Eriksson blieb verschont und konnte später Christian II. Aus Schweden vertreiben. Am 6. Juni 1523, dem heutigen schwedischen Nationalfeiertag, wurde er als Gustav Vasa zum schwedischen König ernannt und residierte in der Trekronoburg, an deren Stelle sich heute das Stockholmer Schloss erhebt. Die schmucke Barockfassade erhielt die Residenz erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Hofbaumeister Nicodemus Tessin dem Jüngeren. Kurz zuvor war die alte Burg ein Raub der Flammen geworden. Der Silberthron von Königin Christina schmückt den Reichssaal. Das Innere des Schlosses ist von verschiedenen Epochen geprägt. Der imposante Treppenaufgang im Westflügel, der auch als Schauplatz für feierliche Zeremonien dient, führt den Besucher in die Säulenhalle der Bernadotte-Räume. Die Prunkgemächer werden heute für Audienzen des Königs genutzt. Für Verwirrung sorgte eine hier anwesende Dame, die Venus mit dem schönen Popo. Nachdem sie hier aufgestellt worden war, erkannte eine Dame des Hofes, dass die Statue nicht nur ihre Gesichtszüge trug. Drei große, in Wien gefertigte Kronleuchter rücken die Pracht des Viktoria-Salons ins rechte Licht. In der Bernadotte-Galerie sind die Porträts der Mitglieder des Hauses Bernadotte zu sehen, der Ahnen des heutigen Königs. Unter ihnen Königin Desideria. Sie wurde 1818 Königin von Schweden, lebte jedoch weiter in Frankreich. Weil sie so selten vor Ort war, kopierte der Maler ihr Gesicht aus dem ersten Bild und setzte es für ein zweites Bild in einen neuen Hintergrund ein. Das frühere Speisezimmer von Luisa Ulrika wird von den Porträts zweier weiterer Regenten von Schweden geschmückt. Königin Luise Ulrike und ihr Vorgänger König Adolf Friedrich. Den krönenden Abschluss der Sammlung bilden die Porträts von Königin Silvia und König Karl dem 16. Gustav. Beide sind Werke des amerikanischen Malers Nelson Shanks. Großartiger Abschluss einer Besichtigungstour durch einige der 608 Zimmer des königlichen Schlosses ist der Wachwechsel. Das Zeremoniell wird an jedem Wochentag kurz nach Mittag mit viel Musik laut und zackig aufgeführt. Und lustig, Bravo!
Schwedens Nationalmuseum ist nicht nur eines von rund 70 Museen der Stadt, es ist das größte des Landes und eines der ersten öffentlichen Museen der Welt überhaupt. Nach dem Tod Gustavs III. Im Jahr 1792 fielen einige Kunstwerke aus der königlichen Schatzkammer an den Staat. Dieser begründete damit die heute mehr als 500.000 Exponate zählende Sammlung des Museums. Gemälde des bekanntesten schwedischen Malers der Neuzeit, des 1919 verstorbenen Carl Larsson, sind hier ebenso zu bewundern wie berühmte Werke von alten Meistern, von Goya, Rubens, Degas oder Gauguin. Die Verschwörung des Claudius Civilis, ein Rembrandt. Die drei Gemälde, zwei Renoir und ein Rembrandt, die bei dem spektakulären Raub im Jahr 2000 verschwanden, sind jetzt wieder im Besitz des Museums. Dame mit Schleier. Dieses Meisterwerk von Alexander Roslin galt schon im 18. Jahrhundert als Ikone, als glorifizierte Inkarnation Schwedens. Fleischwerdungen der Neuzeit finden sich an warmen Sommerabenden unter den Palmen vor dem Nordischen Museum ein. Sehen und gesehen werden. Spiel der Eitelkeiten, das man aus den Stadtparks oder angesagten Straßencafés anderer Weltstädte in ähnlicher Manier kennt. Nichts wirklich Neues oder anderes. Trotzdem schaut man gerne mal vorbei. In Sichtweite das Vasa-Museum. Ein Museum, das um ein Schiff gebaut wurde. Ein Schiff, das, wie diese Archivaufnahmen zeigen, 1961 vom Grund des Stockholmer Hafens geborgen wurde. Genau 333 Jahre, nachdem es dort mit Mann und Maus gesunken war. Diese glorreiche Geschichte des Scheiterns hatte ihren Anfang im Jahr 1625. Um die schwedischen Interessen gegenüber Polen im Dreißigjährigen Krieg nachdrücklich vertreten zu können, gab König Gustav II. Adolf den Bau eines Kriegsschiffs in Auftrag. Die Vasa sollte zu einem Glanzstück der damaligen Schiffsbaukunst werden, zum Stolz der Krone. Mit 64 aus Bronze gegossenen Kanonen verfügte der Segler über mehr Feuerkraft als die gesamte polnische Flotte. Die Steven und Balken, für die mehr als 1000 Eichen gefällt worden waren, wurden mit Holzschnitzereien reich verziert. Heck und Bug waren mit Blattgold geschmückt. Als der König erfuhr, dass der Feind ein Schiff von ähnlicher Größe bauen lassen wollte, befahl er, die Vasa mit einem weiteren Kanonendeck zu bestücken. Ein schwerwiegender Fehler. Die gesamte Statik war dahin. König, Hofstaat und Volk waren versammelt, als das stolze Schiff vom Stapel lief, wenige Augenblicke später kenterte und wie ein Stein sank. Gehoben und restauriert leuchtet die alte Pracht heute umso mehr. Er hingegen steht für eine Erfolgsgeschichte. Birger Jarl, der Gründer Stockholms. Mitte des 13. Jahrhunderts befahl er hier den Bau einer Festung, um den Mälarsee vor Piratenüberfällen zu schützen. Weit in die Geschichte zurück geht auch ein Besuch der Riddarholmskirkan. Das Ende des 13. Jahrhunderts erbaute Gotteshaus ist die königliche Begräbniskirche, in der fast alle schwedischen Könige seit den Zeiten von Gustav II. Adolf beerdigt liegen. Er selbst wurde hier 1632 beigesetzt. An seiner Seite seine Frau und eine seiner Töchter. Der quadratische Ziegelturm, gekrönt von einer goldenen Spitze und dem Symbol der schwedischen Macht, den drei Königskronen, überragt weit sichtbar das Stadthüset.
Das Rathaus von Stockholm ist weltbekannt, weil hier seit 1930 im Beisein des schwedischen Monarchen alljährlich das Bankett für die Nobelpreisträger stattfindet. Gesang und Tanz, zwei Statuen von Carl Eldt, alten Opernhauses aus dem 18. Jahrhundert, wurde das neue Haus 1898 mit einer Oper des schwedischen Komponisten Adolf Fredrik Lindblad eröffnet. Seitdem sind in dem neoklassizistischen Bauwerk die Musen zu Hause. Besucher nähern sich ihnen durch das Treppenhaus und das goldene Foyer, begleitet von Wandmalereien des schwedischen Malers Carl Larsson, von Kronleuchtern, Spiegeln und reichen Verzierungen aus Gold. Farben. Der Sergelstorg, der nach dem berühmten schwedischen Bildhauer Johann Tobias Sergel benannte Platz, ist das Zentrum des modernen Norrmalmviertels. Er ist Treffpunkt der Jugend, aber auch Konsummeile. Mit anderen Worten, die lebendigsten Quadratmeter in Stockholm. Öffentliches Verkehrsmittel und Kunstgalerie zugleich ist die U-Bahn Stockholms, die Tunnelbana. Wurden in den meisten anderen Großstädten der Welt die U-Bahnhöfe fantasielos zugekachelt, sind die Stationen der Stockholmer U-Bahn schon seit dem Baubeginn in den späten 40er Jahren schmucke Kunstwerke. Die Hälfte der etwa 100 Stationen ist mit Skulpturen, Mosaiken, Stichen, Wandmalereien und Werken von mehr als 70 Künstlern gestaltet. Die Tunnelbana ist damit die wohl längste Kunstgalerie der Welt. Die Statue des kriegerischen Königs weist den Weg in den Garten des Königs. Der ehemalige höfische Gemüsegarten ist heute der älteste Stadtpark Stockholms und beliebter Treffpunkt für Pärchen, Paare und alle Großstädter, die ihre Freizeit gerne zusammen mit anderen im Freien genießen. Ein besonderer Genuss und ganz umsonst sind viele Open-Air-Konzerte. Ob Pop, Rock, Klassik oder Jazz. In Schweden werden zahlreiche Musikevents landesweit von der öffentlichen Hand finanziert. Der silbrige Polarponcho schützt gegen Frostbeulen und Triefnase. Ein eisiges Vergnügen der ganz besonderen Art. Willkommen in einer der angesagtesten Locations in Stockholm, der ersten permanenten Eisbar der Welt. In der Bar des Designerhotels Nordic Sea ist alles aus Eis. Der Tresen, die Tische, Bänke und Wände. Aus kristallklarem Eis sind natürlich auch die Gläser. Die hochprozentigen Drinks, auf Wunsch gemixt mit arktischen Beeren, gibt es in der Eisbar nicht auf Eis, sondern aus Eis. Ahoi an Bord der Stockholm. Mehrere Stunden dauert eine Entdeckungsreise durch den Schärengarten Stockholms,
Eine einmalige Meereswelt aus 24.000 Inseln, Eilanden und Felsenriffen vor der Stadt. Mit 35 Kilometer nordöstlich von Stockholm gelegen, gilt Vaxholm seit jeher als das Tor zu den inneren Schären. Deswegen ließ König Gustav Vasa schon Mitte des 16. Jahrhunderts die erste Festung gegenüber der kleinen Ortschaft erbauen, die heute zu den beliebtesten Ausflugszielen im Schärengarten zählt. Zwanzig Kilometer westlich von Stockholm, auf der Insel Lovön im Mälarsee, liegt die königliche Residenz Drottningholm. Obwohl das Schloss Wohnsitz der schwedischen Königsfamilie ist, stehen Teile der weitläufigen Anlage für Besucher offen. Der Name Drottningholm bedeutet Königininsel und geht auf Johann III. Von Schweden zurück, der seiner Gemahlin hier Ende des 16. Jahrhunderts ein Schloss erbauen ließ. Die heutige barocke Anlage samt Park nach französischem Vorbild wurde jedoch erst unter Hofbaumeister Nicodemus Tessin dem Jüngeren im Jahr 1700 vollendet. Im hinteren Teil des Schlossparks stehen zwei erstaunliche Anbauten. Einmal ein Wachzelt, das kein Zelt ist und zur Unterbringung der Dragoner von Gustav III. Erbaut wurde. Und zum zweiten, etwas weiter oberhalb, das chinesische Schlösschen. Ein Bau im Stil des französischen Rokoko. In der Fassade aber verziert und verfremdet mit zahlreichen chinesischen und orientalischen Elementen. Beide Bauwerke stammen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Von Drottningholm führt der Weg weiter nach Norden. Mit der Kutsche wäre es wohl eine Tagesreise gewesen. Mit dem Auto dauert es etwa eine Stunde bis an die Ufer des Fyrisan nach Uppsala. Die Stadt, Sitz der ältesten und angesehensten Universität Nordeuropas, gewinnt mit ihrem Charme und ihrer Jugend. Der Dom ist das weithin sichtbare Wahrzeichen Uppsalas, das seit dem 13. Jahrhundert Bischofssitz ist. Über 100 Meter ragen die Zwillingstürme der zu Beginn des 15. Jahrhunderts geweihten größten nordischen Kathedrale auf. Das im gotischen Stil erbaute Gotteshaus ist genauso lang wie hoch. Vorbilder französischer Kathedralenbaukunst lassen sich auch im Inneren des Doms erkennen, der in Form eines Kreuzes gebaut ist. Den Mittelpunkt bildet das sogenannte Krönungsgewölbe, unter dem bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts die meisten schwedischen Könige und Königinnen gekrönt wurden. Ein Ort der Kraft.
Kirche der weltlichen Herrscher, sondern ist für manche auch letzte Ruhestätte. In der Liebfrauenkapelle am Ostende des Doms, dem Sonnenaufgang am nächsten, ruht König Gustav I. Vasa. Der weitsichtige Regent, der das Land von 1523 bis 1560 lenkte, gilt als der Begründer des schwedischen Nationalstaates, als Vater des modernen Schwedens. Stationen aus dem Leben des großen Königs, vom Einzug in Stockholm bis zur Abschiedsrede vor den Ständen des Reiches, zeigen die Wandfresken, die die Grabkapelle schmücken. Nicht nur König Gustav I. Vasa und seine drei Gemahlinnen liegen im Dom begraben, sondern auch der schwedische König der Pflanzen, der geniale Naturwissenschaftler Carl von Linné. Hier hat er gelebt, nachdem er Mitte des 18. Jahrhunderts zum Professor der Medizin, der Botanik und Naturgeschichte an die Universität von Uppsala berufen worden war. Schon 6 Jahre zuvor war seine berühmte Abhandlung Systema Naturae erschienen, mit der Linné die Grundlage der modernen Systematik in der Biologie schuf. Danach wird bis heute jedes Tier und jede Pflanze mit 2 lateinischen Namen katalogisiert. Linnés ehemaliges Wohnhaus, in dem sich heute ein Museum befindet, steht in den Linné-Trettgården. Die botanischen Gärten sind nach Linnés Plänen angelegt und mit zahlreichen einheimischen und exotischen Pflanzen gestaltet. Hier findet der kundige Besucher auch ein kleines, unbedeutendes Unkraut, das Linné, der auch für seinen Humor bekannt war, nach einem seiner ärgsten Kritiker benannt hat. Gott schuf, Linné ordnete, hieß es am Ende, trotz aller Kritiker anerkennend und respektvoll über den exzentrischen Wissenschaftler, der an der Universität seine Studenten begeisterte. Auf eine mehr als 500-jährige Geschichte blickt die Universitas Regia Uppsaliensis, die älteste Universität Skandinaviens, zurück. Vom Alter her kann sie es nicht ganz mit Lehranstalten wie Oxford oder Cambridge aufnehmen. Aber das im Stil der Neorenaissance erbaute Hauptgebäude empfängt die Schüler und Lehrer der Kunst und Wissenschaften ehrwürdig. Der Saal, in dem der Dekan seine Professoren versammelt, zeigt eine beeindruckende Galerie von schwedischen Prinzen und Königen. Viele Mitglieder der schwedischen Dynastien haben in Uppsala studiert. Heute werden an der Universität mehr als 40.000 Studenten von nahezu 4.000 Lehrkräften unterrichtet. Antike Vorbilder der hauseigenen Glyptothek dienen als Ansporn und Ideal. Neben Linné hat die Universität noch viele andere berühmte Absolventen und Professoren in ihren Jahrbüchern verzeichnet. Einer von ihnen, der hier im großen Hörsaal lernte und lehrte, war der Astronom, Mathematiker und Physiker Anders Celsius. Er definierte die nach ihm benannte Temperatureinteilung Grad Celsius. Den Siedepunkt von Wasser hatte er jedoch mit 0 und den Gefrierpunkt mit 100 Grad festgelegt. Erst sein Schüler Carl von Linné drehte die Skala später einfach um. Vor den Toren Uppsalas weht der Wind durch hohe Gräser und erzählt von lange vergangenen heidnischen Zeiten. Uppsala galt als letzte Bastion des altnordischen Glaubens. In Gamla Uppsala, nördlich der heutigen Stadt, lag ein großes Kultzentrum der nordischen Gottheiten, umgeben von mehr als 300 Grabhügeln aus dem 6. bis 11. Jahrhundert. Ein Film im Museum zeigt, wie die Adligen in den Erdhügeln bestattet wurden. In den 3 großen und gleichzeitig ältesten sind angeblich die legendären Könige aus der Vorwikingerzeit Aun, Egils und Adils beigesetzt. Außerdem berichtet der mittelalterliche Chronist Adam von Bremen im Jahr 1070 von einem riesigen goldenen Tempel zwischen den Grabhügeln von Gamla Uppsala.
Hunde, Pferde und Menschen sollen vor dem Heiligtum von Odin, Thor und Tyr geopfert worden sein. Die wertvollen Grabbeigaben, die im Museum zu sehen sind, vermitteln einen nachhaltigen Eindruck von einer fremden, versunkenen Kultur. Je weiter die Straßen nach Norden führen, desto mehr öffnet sich das Erleben der Weite, der Stille, des Alleinseins in einer fast unberührten Natur. Die Landschaften des Nordens sind geprägt von Wäldern und Seen. Zwischendrin vereinzelte kleine Gehöfte, wo Menschen versuchen, dem Boden oder dem Wald ein paar karge Erträge abzuringen. Die ursprüngliche Natur ist auch die Heimat der Trolle und Elfen. Die kleinen zwergenhaften Kobolde sind nicht unbedingt böse, aber sie können sehr launisch sein und Mensch und Tier mit ihren Streichen übel mitspielen. Wer glaubt, dass Trolle reine Fabelwesen seien, der wird hier bald eines Besseren belehrt. Jämtland heißt die Region im weiten wilden Westen Mittelschwedens, die nach Norden hin von Lappland und nach Westen von Norwegen begrenzt wird. Fast 2000 Meter hoch sind die Berge rund um Ore. Eine Seilbahn führt von dem kleinen Ferienort direkt auf den Gipfel des Ores Kutan, den meistbesuchten Berg des Landes. Im Winter ist er das Zentrum eines großen Skigebietes. Im Sommer der Tummelplatz einer ganzen Freizeitregion. Unabhängig von Jahreszeit oder Wetter bietet eine vielfältige Freizeitindustrie Aktivitäten für jeden Geschmack und jedes Alter an. Mountainbiking, Downhillbiking, kurze oder lange Rad- oder Wandertouren, Bergsteigen, Riverrafting, Kanufahrten, Segeln, Reiten, Drachenfliegen, Sportangeln, Hundeschlittentouren auf Rädern im Sommer, auf Kufen im Winter, Golf oder Tennis. Oder eben einfach nur stillhalten und genießen. Je weiter die Ortschaften auseinanderrücken, desto mehr Freiheit bringt das Wohnmobil bei Reisen durch die Einsamkeit Schwedens. Wälder und Seen, Seen und Wälder. Manchem erscheint die Landschaft monoton. Für die meisten jedoch ist sie einfach nur beeindruckend in ihrer unermesslichen Weite und Stille. Die Flüsse von Jämtland sind berühmt für ihre kapitalen Forellen. Die Gewässer der Region, ein Dorado für Sportfischer wie Angler. Obwohl nach wie vor das Allemannsrät, das allgemeine Recht auf freien Zugang zur Natur, seine Gültigkeit hat, sollte sich der Angler vor Ort erkundigen, ob er eine Lizenz benötigt. Zaungäste eines Spektakels. Die Ankunft des gelben Postautos ist einer der täglichen Höhepunkte im Samenlager Njarka. In den Birkenwäldern auf einer Landzunge im Heksjönsee lebt eine Gruppe von Samen mit ihrer Rentierherde. Das kleine Lager, in dem sich auch die Rentiere frei bewegen, gibt einen Einblick in das Leben der Nomaden. Die früher oft gebräuchliche Bezeichnung Lappen wird von den Samen als herabsetzend angesehen. Die Rentiere sind nach wie vor Lebensgrundlage der noch etwa 80.000 Samen, die über den Norden Norwegens, in Schweden, Finnland und Russland verteilt leben.
Noch ein paar Kilometer weiter Richtung norwegischer Grenze kündigt sich mit lautem Tosen der größte Wasserfall Schwedens an, der Tennforsen. Die fast 40 Meter hohen Fälle liegen am Oberlauf des Ore-Elven zwischen zwei Seen. Je nach Tageszeit, Sonnenstand und Aussichtspunkt des Betrachters malt das Licht einen Regenbogen in den Wassernebel. Alte, aufpolierte amerikanische Straßenkreuzer sind in dieser Anzahl sonst nur noch auf Kuba zu finden. Oder eben in der westschwedischen Region Dalarna zur Zeit der Midsommerfeste. Die einen kommen stilvoll im Oldtimer, andere mit Blütenkranz im Haar und wieder andere in Tracht und mit Kind und Kegel. Die hölzernen Dala-Pferdchen sind das Symbol dieser schwedischsten aller Provinzen. In den kleinen Dörfern rund um den Siansee, im Herzen Dalarnas, werden traditionell die ausgelassensten Midsommerfeste gefeiert. Besonders in Rättvik. Die Einheimischen versammeln sich im Gammelgård Freilichtmuseum in historischem Ambiente und in historische Kostüme gewandelt. Hier wird der am Vortag reich geschmückte Midsommerbaum Zentimeter um Zentimeter von den stärksten Männern des Dorfes in die Senkrechte gestemmt. Eigentlich eine recht langwierige Zeremonie, aber dann doch irgendwie spannend, irgendwie mitreißend. Bevor der heidnische Fruchtbarkeitsphallus nicht steht, kann ihn auch niemand umtanzen, also weiterstemmen. Tosender Applaus. Endlich ist es geschafft. Jetzt kann das Fest so richtig losgehen. Wie auch hier im benachbarten Leksand. Zu dem zurzeit angesagtesten Midsommerfest in Schweden kommen Jahr für Jahr am ersten Freitag nach dem 21. Juni mehr als 20.000 Menschen zusammen. Nicht nur der Midsommerbaum ist in Leksand deutlich höher als in Rättvik, auch der Alkoholpegel. Aber auch das ist Teil der Tradition. Neben Musik und Tanz sorgen die ersten Junkartoffeln, eingelegter Hering, Erdbeeren mit Sahne, Bier und Schnaps dafür, dass möglichst viele bis zum nächsten Morgen durchhalten und ausgelassen mitfeiern. Unverheiratete Mädchen pflücken in der Nacht 7 Sorten wilder Blumen von 7 Wiesen. Diese legen sie unter ihr Kopfkissen. Der Legende nach werden sie dann von dem Mann träumen, den sie irgendwann einmal heiraten werden. In der Midsommernacht treibt der Aberglaube viele bunte Blüten. Die Legende vom Stora Kopparberget, vom großen Kupferberg, erzählt vom weißen Ziegenbock Kare, der vor mehr als 1000 Jahren mit roter Farbe in seinem Fell nach Hause kam. Die Farbe machte den Bauern stutzig. Er fragte seinen Hütejungen, woher das Rot stammt. Und der Junge führte den Bauern zu diesem Berg, der hunderte Jahre die größte Schatztruhe Schwedens war. Mehr wert als alle Juwelen der Krone. Heute ist die stillgelegte Grube UNESCO-Weltkulturerbe. Und viel besuchtes Ausflugsziel. Weil es gibt mehr als 30 Kilometer von Gängen hinunter und es ist sehr leicht, sich zu verheiraten. Aber ich weiß, wo wir gehen sollen. So. Wenn sie mit mir kommen, dann ist kein Problem. Dann kommen alle wieder zurück. In 55 Metern Tiefe herrschen konstante 5 Grad Celsius. Alles hier unten ist rot. Kein Wunder.
enthält das Gestein doch erstaunliche 7% Kupfer. Mit einfachsten Mitteln wurde in Falun seit dem 11. Jahrhundert das Erz abgebaut. Im 17. Jahrhundert produzierte die Mine 2/3 des weltweiten Kupferbedarfs. Mit sogenannten Kistenstützen, diese hier sind 200 Jahre alt, wurden die Decken der Gänge und Stollen gesichert. Ende des 17. Jahrhunderts kam es jedoch zur Katastrophe. Weite Teile der Mine stürzten ein. Das war auch das Ende der Blütezeit von Falun. Aber erst 300 Jahre später wurde die Mine endgültig geschlossen. Auch der fette Mats kam hier zu Tode. Seine Leiche, die erst 30 Jahre später gefunden wurde, war zum Schrecken seiner früheren Verlobten perfekt konserviert. Ein Nebenprodukt des Kupferabbaus war die rote Farbe. So hat Falun seit Jahrhunderten eine leuchtende Spur durch Schweden gezogen. Die im typischen Falunrot gestrichenen Häuser und Kirchen. In grüne Landschaften eingebettet, strahlen sie umso malerischer. Neben dem roten Faden aus Falun zieht sich das sogenannte Blaue Band, der Götakanal, durch Schweden. Seit 1832 verbindet der Wasserweg das an der Ostseeküste gelegene Stockholm mit der Stadt Göteborg am Kattegat an der Westküste. Hochbetrieb herrscht hier nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an den Ufern des ursprünglich für den Transport von Industriegütern geschaffenen Kanals. Heute haben hier vor allem im Sommer die Freizeitkapitäne das Ruder in der Hand und alles, was schwimmt, hat Vorfahrt. Unter der technischen Leitung von Balthasar von Platen haben 58.000 Mann, meist nur mit Spaten ausgerüstet, in mehr als 20 Jahren den Kanal gegraben. Eine der technischen Meisterleistungen ist die Bergslussar, eine Treppe von 7 Schleusen, die 18 Höhenmeter überwindet. Insgesamt zählt der Kanal 58 Schleusen, mit denen die Boote einen Höhenunterschied von mehr als 90 Metern bewältigen. Oberhalb von Bergslussar steht die Kirche des Klosters Vreta, dem ältesten Kloster Schwedens. Um 1100 wurde mit dem Bau begonnen. Nach einer kurzen Blütezeit unter den Zisterziensern konvertierten die umliegenden Gemeinden im 16. Jahrhundert zum protestantischen Glauben. Wenige Jahre später verließen die letzten Nonnen das Kloster, das daraufhin in einen langen Dornröschenschlaf fiel. Verträumt und verschlafen wirken auch die Wege durch Medevibrunn, dem ältesten Kurbad Schwedens. Nachdem der Arzt und Wissenschaftler Urban Jerne das Wasser in der Quelle von Medevi untersucht hatte, erklärte er es anderer Medizin überlegen. Das überzeugte scheinbar. Und so wurde im 17. Jahrhundert der Grundstein für Schwedens erstes Kurbad gelegt. Die Kursaison dauert von der Mitsommernacht angefangen Jahr für Jahr 6 Wochen. Während dieser Zeit wird das heilende Wasser von der Brunnenmeisterin im Quellhaus geschöpft und an die Kurgäste ausgegeben. Es muss nicht unbedingt schmecken. Nur lindern und heilen soll es. Und das tut es wohl nach wie vor. Die weiten blühenden Rapsfelder in Östergötland lassen heute vergessen, dass zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast 1 Million Schweden, das war damals ein Viertel der Gesamtbevölkerung, ihre Heimat verlassen haben, weil sie auf dem Land kein Auskommen mehr fanden. Besonders betroffen von dieser Auswanderungswelle waren arme landwirtschaftliche Regionen wie das südschwedische Småland, aber auch Öster- und Westergötland. Im Schatten moderner Windmühlen steht bei der Kirche von Rök der berühmteste schwedische Runenstein. Lange Zeit war er in der Kirchenmauer verbaut, bis er im 19. Jahrhundert wiederentdeckt und freigestellt wurde.
Der fast 4 Meter hohe und 4 Tonnen schwere Stein trägt die längste zusammenhängende Runeninschrift der Welt. Sie wurde im 9. Jahrhundert verfasst. Zum Gedenken an Warmund stehen diese Runen. Warin schrieb sie für den toten Sohn. Es herrschte Theoderich, der Kühngemute, der Fürst der Seekrieger, über den Strand des Reitmeers. Jetzt sitzt er gerüstet auf seinem gotischen Ross, dem Schild auf der Schulter. Fast 1000 Jahre zurück reicht auch die Geschichte dieser Steine. Die Ruinen sind die Überreste von Alvastra. Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut, wurde auch dieses Kloster im Zuge der Reformation geschlossen. Die Steine waren wertvolles Baumaterial, die Gustav I. Vasa kurzerhand zum Bau seines nahegelegenen Schlosses von Vadstena abtransportieren ließ. Blühende Felder und Wiesen säumen im Sommer den Weg vom Kloster nach Vadstena. Die Wälle sind 4,5 Meter dick und aus Felsgestein erbaut, von 4 wuchtigen Rundtürmen gesichert und von einem Burggraben umgeben. Eine Festung, die den Angriffen der Dänen trotzen sollte. Das Innere der Verteidigungsanlage war nur über diese Zugbrücke zu erreichen. Noch während der Bauarbeiten ließ Gustav I. Vasa die Pläne ändern und die Festung zu einem Schloss erweitern. Alte, kunstvoll behauene Steine aus dem Kloster Alvastra finden sich nicht nur über diesen Zugang zum Schloss wieder. In diesen Räumen feierte Gustav I. Vasa im Alter von 56 Jahren seine 3. Hochzeit mit der 40 Jahre jüngeren Katharina Steenbock. Das ist der kleine Reichssaal in der Königinnenetage, dem oberen Stockwerk des Schlosses. Daneben die Zimmer für die königlichen Hofdamen. Von den Schlosszimmern bot sich allen dieser Ausblick. Heute ist der Burggraben eine beliebte Anlegestelle. Mehrmals täglich wird die Zugbrücke geöffnet, um die Boote ein- und ausfahren zu lassen. Der Burggraben mündet direkt in den Wetternsee. Der wiederum ist durch das blaue Band, durch den Göta-Kanal, mit zahlreichen anderen Seen und Flüssen verbunden. Der Wettern ist der 2. See Schwedens und immerhin das 5. Binnengewässer Europas. Weiter südlich erhebt sich auf einem Felsrücken hoch über dem Ostufer die Ruine von Schloss Brahehus. Der frühere Hausherr, Graf Per Brahe der Jüngere, ließ als Generalgouverneur von Finnland unter anderem die Stadt Helsinki an ihre heutige Position verlegen. In Schweden veranlasste der umtriebige Graf den Bau mehrerer Schlösser und die Gründung der unterhalb der Schlossruine liegenden Ortschaft Gränna. Heute wird das Schloss nicht wegen seiner Architektur oder historischen Schätze, sondern ausschließlich seiner malerischen Lage wegen aufgesucht. Diese garantiert vor allem bei Sonnenuntergang herrliche Bilder und Blicke über den Wetternsee. Wegweisern gleich gibt das Falunrot der Bauernhäuser rechts und links der Straßen die Richtung vor. So geht die Fahrt vom Wetternsee durch Westergötland und Dalsland an die Nordwestküste Schwedens. An der von zahlreichen Fjorden und Buchten tief eingeschnittenen Küste verbirgt sich in den Wäldern von Tanum eine der größten historischen Schätze des Landes.
Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine so große Zahl von bronzezeitlichen, etwa 3000 Jahre alten Felsenritzungen. Mehr als 10.000 dieser Steingravuren wurden hier bis heute entdeckt. Eine Wanderung durch die Region, die seit 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist eine Reise in eine lange vergangene Zeit. Auf einer Anhöhe liegen zwei Grabhügel, die wie die Steinritzungen aus der Bronzezeit stammen. Der Wittlücke-Felsen ist die größte Steinzeichnung von Tanum. Nahezu 500 Bilder finden sich auf dem etwa 20 mal 10 Meter großen Felsen. Aber es ist nicht nur die Anzahl, sondern es sind die vielen unterschiedlichen Motive und die künstlerische Kraft der Bilder und Symbole, die hier in einzigartiger Weise vom alltäglichen und religiösen Leben einer uralten Kultur erzählen. Das sich küssende Brautpaar ist eine der berühmtesten und meist fotografierten Darstellungen in Stein. Alle Bilder, ob von Menschen oder Tieren, von der Jagd oder vom Kampf, hatten Ritualcharakter, übermittelten eine Botschaft, die weit über die eigentliche Darstellung hinausging. Aber selbst aus diesem Blickwinkel lässt sich der Stein seine Geheimnisse von heutigen Betrachtern nicht entlocken. Stahl statt Stein, elektromagnetische Wellen anstelle von Symbolen. Aber auch hier geht es um die Übermittlung von Botschaften, eben nur 3000 Jahre später. Die Sendemasten von Grimeton. Genauso wie Tanum gehört auch Grimeton zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Grund ist der einzige funktionsfähige Maschinensender der Welt. Der Längstwellensender mit dem Rufzeichen SAQ wurde 1924 in Betrieb genommen. Er war Teil eines geplanten Netzwerks aus 17 Sendern gleicher Bauart. Am Ende wurden weltweit nur 9 Stationen in den USA, in Hawaii, in Wales, in Polen und in Schweden gebaut. Die Funkwellen, die ein rotierender Alternator erzeugte, gingen von Grimeton Radio über den Atlantik an Radio Central auf Long Island in den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als interkontinentale Funkverbindungen zunehmend über Kurzwellenverbindungen abgewickelt wurden, nutzte das schwedische Militär den Sender noch zur Kommunikation mit seinen U-Booten. 1995 wurde die Anlage stillgelegt. Ein Jahr später zum nationalen Industriemonument erklärt und 2004 schließlich zum UNESCO-Weltkulturerbe. Früher lebten die Menschen hier fast ausschließlich vom Fischfang und der Seefahrt. Heute ist das malerische Fjällbacka einer der beliebtesten Ferienorte der Schweden an der Westküste. Mittelpunkt des Dorfes ist nach wie vor der Hafen. Die Uferpromenade ist ähnlich gut besucht wie die von Saint-Tropez oder Nizza. Nordisches Publikum und Ambiente unterscheiden sich zwar augenscheinlich von den südfranzösischen Nobelorten, die Preise leider nicht. Bunt bemalte niedrige Holzhäuser zwängen sich zwischen Fels und Meer. Diese Kulisse und die wunderbare Lage Fjällbackas haben auch die Schauspielerin Ingrid Bergman begeistert. Sie verbrachte viele Sommer hier. Nach ihrem Tod wurde dieser Platz nach ihr benannt. In dessen Mitte erinnert eine Büste an die große Künstlerin. Die Felsen des Vetteberget, die steil hinter den Häusern von Fjällbacka ansteigen, werden von einer Schlucht geteilt. Benannt ist sie nach König Oskar II., der, wie diese Inschrift belegt, 1887 hier vorbeigeschaut hat.
Aber es war nicht der Besuch des Königs, der die Kungsklüfter weltbekannt machte, sondern die Räubertochter Ronja. Das wilde Leben der Heldin des Kinderbuchs von Astrid Lindgren wurde an diesem dramatischen, wildromantischen Schauplatz verfilmt. Seitdem hat Fjällbacka noch mehr Fans. Ein kurzer Turn entlang der Küste endet im geschäftigsten Hafen Skandinaviens, in der zweitgrößten Stadt Schwedens, in Göteborg. Lipstick, Lippenstift, nennt der Volksmund das neue Wahrzeichen der Stadt. Die Aussichtsplattform auf der Spitze des fast 90 Meter hohen rot-weißen Bürogebäudes, der Göteborgs Utkiken, garantiert die besten Blicke über die Stadt am Wasser. Interessierte Blicke zieht die Viking auf sich, die heute als Hotel- und Restaurantschiff im Hafen von Göteborg vor Anker liegt. In Sichtweite der stolzen Windjammer liegt der Zerstörer Småland. Er ist das Flaggschiff des weltweit größten Schiffsmuseums, des Göteborg Maritimon. 19 historische Wasserfahrzeuge, vom Feuerschiff bis zum U-Boot, vom Fischkutter bis zum Zerstörer sind hier durch Stege miteinander verbunden und zu besichtigen. Im Inneren der erst 1979 außer Dienst gestellten Småland trifft der Besucher auf lebensgroße Gestalten, die das Geisterschiff immer noch auf Kurs halten. Auf der Brücke wird weiter Wache geschoben. Nicht weniger gruselig ist der Einstieg durch die Luke der Nordkaparen. Wer unter Klaustrophobie leidet, der sollte besser draußen bleiben. Das vor 25 Jahren außer Dienst gestellte U-Boot ist im Originalzustand erhalten. Der 900-Tonnen-Koloss könnte sofort zur nächsten Tauchfahrt aufbrechen. Zum Glück fehlt hier die Geisterbesatzung. Umso echter scheinen die Torpedos. Ausgedient hat diese Kanone, die den Weg in das alte Zentrum Göteborgs weist. Wie es sich gehört, steht das Rathaus am Hauptplatz der Stadt, der nach dem Gründer Göteborgs, König Gustav II. Adolf, benannt ist. Eine Statue steht dort, wo der Monarch, der einst herrisch verfügte, hier soll die Stadt sein. Mit gebieterischer Geste wies er seine holländischen Städtebauer und Architekten an. 1621 wurde der erste Spatenstich getan und die Stadt am Ufer des Göta-Elf wuchs zu dem, was sie heute ist. Göteborg ist vor allem jung und frech. Den knapp 500.000 Einwohnern der Stadt wird eine besondere Gastfreundschaft und Weltoffenheit nachgesagt. Göteborg ist Universitätsstadt und Kunstmetropole. Als solche heißt die Stadt die Welt willkommen und erfindet die Welt immer wieder neu. Auch die zahlreichen Theater und Museen der Stadt legen davon ein lebendiges und spannendes Zeugnis ab. Brennpunkt des städtischen Kulturlebens ist der Götaplatzen mit dem Stadttheater, dem Kunstmuseum, der Kunsthalle, der Bibliothek und der Konzerthalle. Mittendrin der Poseidonbrunnen, mit dem der Bildhauer Karl Milles 1930 ein Wahrzeichen der Stadt schuf. Selbst hier zeigt sich der Humor der Göteborger. Nicht nur Volvo, SKF oder Saab kommen aus Göteborg, auch das schwedische Traditionsunternehmen Hasselblad. Die Kamerawerke machten sich vor allem mit ihren 6x6 Mittelformatkameras weltweit einen Namen. Das Hasselblad Center im Kunstmuseum zeigt, wie junge schwedische Fotografen die Welt durch ihre Kamera sehen. Als die Bürger der Stadt vor mehr als 130 Jahren ihre neue Fischhalle in Augenschein nahmen, fiel ihnen, wohl aufgrund der neugotischen Formen, kein anderer Name ein. Feske Kyrka, die Fischkirche.
Ein Blick in das blitzblanke Innere der heiligen Hallen weckt weltliche Gelüste. Es sind die Köstlichkeiten und Kostbarkeiten der Meere, die hier angelandet und verkauft werden. Sie machen die Stadt um einen weiteren Superlativ reicher. Es ist der größte Fischmarkt Nordeuropas. Das Kronhysset ist der älteste Profanbau Göteborgs. Der aus dem 17. Jahrhundert stammende Ziegelbau diente ursprünglich als Zeughaus und Waffenlager. Rund um den alten gepflasterten Platz liegen die Kronhüss-Schuppen, in denen sich Handwerksbetriebe und kleine Läden niedergelassen haben. Bunt, niedlich und klein. Perfekt getarnt. Scheinbar harmlos. Einfach zum Reinbeißen. Aber Vorsicht, alles, was hier angeboten wird, sind reinste Kalorienbomben. Die süße Versuchung als schwelgerisches Trostpflaster des rauen Nordens. Schokolade, Sahne, Buttercreme, Nougat, Karamell, Nüsse, Trüffel, Bonbons. Irgendwann gibt jeder auf, sich den andauernden Versuchungen zu widersetzen und findet sich damit ab, mit dem einen oder anderen Pfund mehr aus Schweden zurückzukommen. Der größte Glasbau Schwedens. Das 130 Jahre alte Palmenhaus ist eine der Attraktionen des Trädgårds Föreningens Park inmitten der Stadt. Auch das Rosarium des Parks ist mit mehr als 10.000 Rosen und 4.000 verschiedenen Arten das größte in Nordeuropa. In keiner anderen Stadt Schwedens gibt es so viele Parks, 20 an der Zahl, wie in Göteborg. Schon Linné hat Göteborg als die hübscheste Stadt im ganzen Land bezeichnet. Der Lisseberg ist ein Freizeit- und Vergnügungspark, der Jahr für Jahr mehr als 3 Millionen Besucher anzieht. Beliebt sind vor allem die Open-Air-Konzerte bekannter Rock- und Popgruppen während der Sommermonate. Selbst strömender Regen kann die nordische Begeisterung nicht dämpfen. Nach den Konzerten können sich die Besucher in den zahlreichen Fahrgeschäften schaukeln, schleudern und durchrütteln lassen. Eine Attraktion ist die längste Achterbahn Skandinaviens. Für alle echten Wikinger, denen der Regen von oben noch nicht nass genug ist. Ein Handschlag mit den Stars von ABBA. Schwedens bekanntester Pop-Export hat natürlich auch schon hier gespielt. Abschied von Liseberg, von Göteborg, von Schweden. Pastellfarbene Mitternachtshimmel verschmelzen einen Tag nahtlos mit dem nächsten. Zeit im Überfluss, in grenzenloser Weite. Sommer in Schweden. Flüsse, Seen und Wälder überziehen große Teile dieser magischen nordischen Welt, in der die Mythen und alten Sagen der Wikinger, der Heidenglaube prähistorischer Kulturen und die Geschichten von Trollen und Elfen bis heute lebendig geblieben sind. Junge Menschen, neue Ideen, Brauchtum und Tradition.
Land der Gleichheit und Monarchie. In Schweden scheint ein goldener Weg zu gelingen. Pippi Langstrumpf hätte es mit ihren Worten einfach so gesagt. 2 mal 3 macht 4, wieder wieder witt und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt wieder wieder, wie sie mir gefällt.